Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Most Actives, der letzten in dieser Woche. Denn es ist Freitag und der DAX hält die Füße vom Wochenende schon mal ein bisschen still. Es geht leicht abwärts, jetzt gerade so 0,2%, also kleines Minus. Sei dem DAX aber auch gegönnt, so ein kleines Verschnaufpäuschen. Immerhin ist in dieser Woche ja schon einiges los gewesen im positiven Sinne. Wir haben gestern neues Jahreshoch gesehen, wir waren über der 12.900 unterwegs. Wer jetzt aber gedacht hatte, jetzt geht es direkt so weiter Richtung 13.000, der musste sich vielleicht noch ein bisschen gedulden. Also jedenfalls so schnell ging das erstmal hier nicht. Heute DAX erstmal im Rückwärtsgang unterwegs, warten auf neue Impulse. Also da ist gerade nicht so viel los. Gucken wir mal, wo was los ist. Die meistgehandelten Werte beim Online-Broker flatex. Und da schauen wir wie immer erstmal auf die Kaufseite. Wer tummelt sich da aktuell? Da haben wir 1&1 Drillisch, außerdem Amazon, United Internet, Wirecard und Ballard Power. 1&1 Drillisch hat die Prognose gekürzt. Sowas kommt selten gut an am Markt. Also 1&1 Drillisch und auch die Mutter United Internet haben ihre Prognose zusammengestrichen. 1&1 Drillisch hat seine EBITDA-Prognose fürs laufende Geschäftsjahr um 85 Millionen Euro auf rund 690 Millionen Euro runtergesetzt. United Internet nach eigenen Angaben seine EBITDA-Prognose auch um 85 Millionen auf 1,25 Milliarden Euro. Also, was ist da gerade los? Hintergrund ist der Streit mit der Branchengröße Telefonica Deutschland. Da geht es um rückwirkende Preissenkungen für den Zugang von 1&1 zum Netz der Tochter des spanischen Telekom-Konzerns Telefonica. Wir gucken weiter auf die Verkaufsseite am heutigen Freitag. Und da tummeln sich gerade Wirecard, Amazon, Infineon, Ballard Power und Daimler. Ja, Amazon hat einen Gewinneinbruch im dritten Quartal jetzt kundtun müssen. Auch sowas kommt natürlich am Markt nicht so gut an. Was ist genau passiert? Ja, man nimmt natürlich ziemlich viel Geld in die Hand, um die Lieferung innerhalb 24 Stunden zu gewährleisten. Und diese Ausgaben, die man dafür eben in die Hand nimmt, die drücken natürlich den Gewinn. Außerdem ist auch der Ausblick aufs Weihnachtsgeschäft, und das ist ja nun mal ziemlich wichtig, der ist eher verhalten ausgefallen. Also kein Wunder, dass die Aktie direkt mal verschnupft reagiert hat. Einmal die hohen Ausgaben, die haben den Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um knapp 28% gedrückt auf 2,1 Milliarden Dollar. Und damit ist eben auch dieses Ergebnis unter den Erwartungen des Marktes geblieben. Also Lichtblick, der Umsatz, der ist wiederum über den Erwartungen ausgefallen. Aber wie gerade schon gesagt, was den Markt eben auch verschnupft gelassen hat, ist der maue Ausblick aufs Weihnachtsgeschäft. Zumal Analysten da eben einfach auch mit mehr gerechnet hatten. Da zeigt sich dann aber eben auch, dass Amazon nicht nur Rivalen wie Alibaba oder eBay als Konkurrenz hat, sondern auch der US-Shopping-Riese Walmart, der sein Online-Geschäft weiter ausbaut. Also für Amazon erstmal keine so richtig guten Nachrichten. Gucken wir weiter auf der Verkaufsseite. Wen hatten wir da noch mit dabei? Infineon, wobei diese Aktie heute sehr gefragt ist. Denn wir hatten zuletzt ja immer mal wieder, dass die Branchenstimmung auch quasi sehr viel für Einzelwerte, die damit ja erstmal nichts zu tun haben, quasi auswirken. Also sprich, zuletzt hatten wir schwache Zahlen von Texas Instruments. Da ging es für die gesamte Branche stimmungstechnisch runter. Dann hatten wir STMicroelectronics und jetzt ganz frisch eben Intel-Zahlen. Und diese Intel-Zahlen sind über den Erwartungen des Marktes ausgefallen. Man hat auch noch die Prognose fürs Gesamte angehoben. Also wohlgemerkt jetzt Intel, aber nachdem zuletzt eben die schwache Branchenstimmung Infineon runtergedrückt hatte, kann es eben auch mal umgekehrt dann gehen. Frische Impulse in dem Fall eben durch die positiv aufgenommenen Zahlen von Intel, weil das eben die Stimmung für die gesamte Branche jetzt ein bisschen aufhält. Von der Aktie her kann man sagen, dass sie sich dadurch von der charttechnisch von der 17-Euro-Marke jetzt dann eben so ein bisschen lösen konnte und jetzt Kurs auf die nächste charttechnische Hürde nehmen könnte. Bei 19,15 Euro würde dir liegen. Aber Branchenstimmung hin oder her ist natürlich jetzt spannend, wie es bei Infineon selber aussieht am 12. November. Da werden dann die eigenen Zahlen vorgelegt. Aber bis dahin hat ja vermutlich gegen gute Branchenstimmung niemand was einzuwenden. Apropos gute Stimmung, es ist quasi schon fast Wochenende. Ich wünsche Ihnen natürlich ein wunderschönes Wochenende. Kommen Sie gut durch die freien Tage. Und dann sehen wir uns am Montag wieder, beziehungsweise meine Kollegen sehen Sie dann hier. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.